Ja, das habe ich genauso gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch über die ganzen 90 Minuten war Schenefeld die Mannschaft, die es mehr wollte. Also es gab Momente natürlich, wo man es gemerkt hat, in der zweiten Halbzeit sind wir rausgekommen, wollten es, aber im Moment fehlt uns diese Durchschlagskraft und ganz besonders der Wille, unbedingt ein Tor zu schießen und das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt, glaube ich, heute bei so einem Spiel elementar wichtig. Und das haben wir ein bisschen versäumt, im Gegensatz zu Blau-Weiß. Sie waren halt, wussten halt, woran sie sind, dass sie gewinnen müssen. Und wir vielleicht einfach mit dem Gedanken, dass wir nicht unbedingt gewinnen müssen, hat uns vielleicht so eine Partie beschert. Ja, auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung Aufstieg, was ehrlich gesagt nicht am Anfang unser Ziel war, aber im Laufe der Saison natürlich durch die Ergebnisse immer realistischer geworden ist. Und natürlich haben wir uns die ganze Saison auf dieses Spiel quasi hingearbeitet. Und ja, ich würde sagen, in erster Linie verdient gewonnen, würde ich sagen. Auch gerade Chancenverwertung gut ausgenutzt. Im Endeffekt haben wir immer noch alles in der Hand. Schenefeld führt mit 4 Toren, glaube ich, oder 5 Toren plus. Die Saison ist noch lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schenefeld jetzt die restlichen 7 Spiele noch gewinnt. Da haben sie 17 Spiele in Folge gewonnen. Das sieht man auch in der Bundesliga oder in der Premier League, dass man eine Phase hat, die nicht läuft. In dieser Phase sind wir gerade. Ich hoffe, waren wir auch gerade. Und ab nächster Woche geht es weiter. Fokus einfach auf die Liga und das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.